Hallo und herzlich willkommen zurück zu Metro Last Lights. Ja, wie gestern schon gesagt, war ich gestern, beziehungsweise ich habe es irgendwie Samstag gesagt, in der Folge für Sonntag, war ich gestern Paintball spielen. Setzen Sie sich, Gott. Lassen Sie uns reden. Über die Verhandlungen in der Polis? Sie wissen also schon davon. Immerhin leite ich den Geheimdienst. Warum haben Sie die Information dann durchsickern lassen? Verdammte Flüchtlinge, die Polis, die Hanse und selbst die ekeligen Faschisten kennen unsere Pläne. Die Ratten werden exterminiert und der Krieg ist sowieso nicht zu verhindern. Nicht zu verhindern? Da habe ich meine Zweifel. Ebenso wie das Politbüro. Ein Mann mit Zweifeln ist ein ängstlicher Mann. Wie können Sie es wagen? Sie sind der Leiter des Staatsschutzes und ich Ihr Vorgesetzter. Ja, aber jetzt, wo wir nur einen Schritt von einer vereinten roten Metro entfernt sind, haben Sie nicht das Recht, den Plan zu stören. Ich habe kein Recht! Ich? Moskwin. Als Sie mich darum baten, mich um Ihren älteren Bruder zu kümmern, als er noch Generalsekretär war, da habe ich Ihnen geholfen. Und nach seinem tragischen Tod habe ich Ihre Übernahme unterstützt. Ich würde daher vorschlagen, dass Sie meinen Rat jetzt annehmen. Das ist inakzeptabel. Es ist ganz einfach, Genosse Moskwin. Wir halten alle zusammen, Arm in Arm, gegen den Sturm. Oder kämpfen wir jetzt jeder alleine? Aber, Korbut, ist diese verdammte Metro wirklich das Blut wert, das wir vergießen werden? Ich kenne einen Weg, es ohne Blutvergießen zu tun. Kein Blut, sagen Sie. In Ordnung. Los, machen Sie Ihr Ding. Ich kümmere mich ums Politbüro. Sehen tun sie mich auch nicht. Eines Tages. Also wie gesagt, gestern war ich ja mit meinen Arbeitskollegen Paintball spielen in Mönchengladbach. Ein Frontalangriff ist hoffnungslos. Aber wenn wir bei der Kirche in den Untergrund gehen, durch die Katakomben vorrücken und dann von hinten angreifen, sollten wir auf wenig oder sogar keinen Widerstand stoßen. Dann müssten wir nur einmal aufräumen. Achtung, Genosse General! Soldaten! Ihnen wurde ein wichtiger Einsatz anvertraut. Jede Gruppe hat ihre Aufgabe und Ihnen wurde nur gesagt, was Sie wissen müssen, um Erfolg zu haben. Vergessen Sie aber nicht, dass dieser Einsatz streng geheim ist und Sie nicht lebendig vom Feind gefangen genommen werden dürfen. Ich hoffe, Sie haben verstanden. Fragen? Dürfen wir Funk benutzen, nachdem wir die Ziele erobert haben? Nur im Notfall. Und auf einer verschlüsselten Frequenz. Falls wir auf starke feindliche Gegenangriffe stoßen, halten wir dann die Stellung oder treten wir den Rückzug an? Halten. Wie auch immer. Der Feind wird sehr wahrscheinlich keine effektive Gegenoffensive starten können. Genosse General, uns wurde zusammen mit unserer Ausrüstung ein Banner mitgegeben. Andererseits sollen wir all unsere Abzeichen entfernen. Nichts wird auf unsere Operation hindeuten. Erst nach dem Sieg und dem darauf folgenden Signal werden Sie die Banner über den eroberten Zielen hissen. Weitere Fragen? Nein, Genosse General. Dann viel Glück. Im Dienst der roten Linie! Ich hatte vergessen, dass man hier nicht reden darf. Jetzt bin ich in echten, von Spinnen durchsetzten Katakomben. Und der Generalsekretär sieht ganz klar nicht nach der Oberspinne aus. Dieser Titel gebührt General Korbut. Ich würde zu gerne wissen, was er im Schilde führt. Was hat Lesnitsky ihm von D6 mitgebracht? Was wird die Feinde der Revolution vernichten? Lauter Fragen, keine Antworten. Eine Sache ist jedoch klar. Pavel hat Informationen über den Schwarzen, was ihn zu meinem aktuellen Ziel macht. Das nach dem Verrat sowieso.
bestimmt auch keiner gehört. Ach ja. Oh ja, sehr schön. Keine Filter, keine Filter. Habe ich 6 Minuten habe ich noch. Und eine Waffe, die ich mal wieder nicht aufheben kann. Oh, sehr nice, sehr nice. Ja, wir waren gestern in Mönchengladbach. War recht nice. Das größte Problem war einfach nur, wir haben halt nur 2 Outdoor Areas. Und da es wohl die komplette Nacht in Mönchengladbach geregnet hatte, ja, sah der Platz auch relativ nice aus. Und das Problem war auch, es hat am Tag noch angefangen zu regnen. Okay. Und ja, ich war halt nicht relativ dick angezogen, habe mich 3 oder 4 Mal richtig auf die Fresse gelegt. Und anscheinend habe ich es mir jetzt in Erkältung eingefangen. Darum hoffe ich, meine Stimme ist relativ klar oder verständlich und die hält die Aufnahme jetzt durch, da ich dann morgen wieder zur Arbeit muss. Und ja. Soll ich das Licht rausdrehen? Sehr schön. Jetzt kann ich hier Licht raus. Okay, wir gucken erstmal. Da sind 1, 2. Angst, was? Lass mich mal. Geh weg. Lass mich mal. Sehr schön. Geh mal weg. Das ist fein. Na, wie ich sehe, dauert das ewig. Dann kann ich in der Zwischenzeit auch einen Spaziergang. Alter. Jetzt mal rum. Also ohne Ziefkreuz ist das. Fadenkreuz ist das relativ möglich gemacht. Tja, was soll's. Erstmal wieder dick failen. Immerhin kann ich die Messer jetzt wieder aufnehmen. So, da hinten liegt noch eins. Liegt hier sonst noch irgendwo ein Messer? Ich hatte ja 10, jetzt sind 2 wieder weg. Mal kicken. Hm, ne. Da haben wir hier noch drin. Da ist nichts drin. Ja, dann gehen wir mal weiter. Kann ich die nicht rausdrehen? Haben kann es nicht so prall. Hier war doch gerade einer, oder? Wird mal was raus. Ach, okay, doch keiner. Hinter. Hier. Und wir hatten natürlich am Samstag das Champions League Finale. Ich hatte es dann leider doch nicht mehr geschafft, das Video vor dem Spiel hochzuladen, weil das Rennen dann einfach zu lange gedauert hat. Oh oh.
euch alleine? Und so. Gerne. Jawohl. Ivan, bleib. Ich konnte den Upload erst starten. Kommandant, wir sind keine Faschisten. Nachdem ich dann zu Hause war. Aber wir können Leute doch nicht lebendig verbrennen. Und der Upload ist, glaube ich, erst so gegen. Leute, erschießen? Bist du bescheuert? Ja. Meintest du denn nicht die Flüchtlinge? Ich glaube, gegen 2 oder 3 Uhr war der Upload erst fertig. Lampe. Ja, gut, hier habe ich ja ein bisschen Licht schon mal ausgemacht. Die schreien hier ohne Ende, wenn sie abkratzen, aber es hört keiner. Ja, du musst aus dem Licht rauskommen, sonst habe ich ein kleines Problem. So, mal kicken, ob wir hier noch irgendwo einen anderen Weg finden. Okay, da habe ich das Licht ausgemacht. Da sind mindestens 2. Da ist noch eine Lampe 3. Sollen wir mit dem 4? Okay, ist weg. Da könnten wir. Dahinter ist auch noch irgendwo eine. Ich habe den Befehl, euch allen ein paar. Das hätte ich nicht erwartet. Was ist passiert, Andrej? Der Bau ist in der heißen Phase. Und denen fehlt Leute, also setzen sie uns. Hier ist der Sohn langweilig. Ich verstehe. Na, da hat er und den zwei Verbrechern etwas zu tun. Jawohl. Und du suchst dir auch eine Beschäftigung. Scheiße. Der Schlappmann. Achtung! An das gesamte Personal! Was zum Teufel wollen die? Vermutlich den üblichen Scheiß wegen okay, ihrer 3. Sicherheitsvorkehrungen. Als wenn wir im Buch nicht unterschrieben hätten. Haben wir. Hä, war das? Alter, Scheiße. Entweder drin. Hä? Was war? Also ich kill seinen Kameraden mitten im Gang, mitten im Gehen. Hä? Und ihm fällt das nicht auf. So, der hatte nichts mit. Das sieht aus wie Schienenbuggies. Ach. Ja, genau, mit denen sind wir doch entkommen, oder? Ich glaube ja. Gucken, ob wir hier noch was finden. Ja, hier ist nichts. Ich frage mich teilweise, warum ich die. Ja gut, da sind. Ne, warum ich die Sachen nicht öffnen kann. Aber naja, gut. Wird schon irgendeinen Grund haben, warum. Schränke. Aber für die ich nicht aufnehmen kann. Ich kann zwar verstehen, dass der Ranger ein bisschen härter ist, aber warum ich die Waffen nicht aufnehmen kann, ist mir immer noch unverständlich. Aber na gut. Schaffen wir auch ohne Waffen. Mal kicken. Nee, voll. Da kommen wir nicht durch. Aber da. Lampe raus und weiter. Merkt ihr das? Und das war das Einzige, was mir das Leben gerettet hat. Aber was zum Teufel ist passiert? Ja, weißt du denn nichts von der Brücke? Doch, die kenne ich. Ich habe dort kurz gedient. Na, letztes Jahr gab es einen höllischen Zwischenfall. Die Leute sagten, dass alle Wachen auf unserer Seite der Brücke tot waren, als sie zur Wachablösung kamen. Also schickte der Leutnant ein paar Späher zum Faschistenposten auf der anderen Seite. Die kamen wieder und sagten, da wäre genau dieselbe Scheiße. Ihre Stiefel waren blutrot, Fedia. Als wenn sie durch einen Fluss aus Blut gewartet wären. Was hätte so viele Männer töten können? Was auch immer es war nicht menschlich.
Vielleicht diese Kreatur, wie manche dunkle Schienenläufer nennen. Einer der Typen hat ihn vermutlich wütend gemacht, indem er einen Bolzen aus einer Weiche genommen hat. Das ist lächerlich. Wenn es nicht der Schienenläufer war, dann muss die Geschichte noch verrückter sein. Vielleicht ein Einsatzkommando von Hanse oder Polis. Wie hätte ein Einsatzkommando von dieser Größe unbemerkt dahin kommen sollen? Also, ein einzelner Typ, das wäre möglich. Ich habe von einem Verräter gehört, der einen Spion durch die Schmiede an die Front geschmuggelt hat. Im Unterwagen eines Schienenwagens. Aber 30 Leute? Das wären zu viele. Wir werden es nie erfahren. Aber irgendwie ist es geschehen. Wir haben seitdem die Wachen an der Brücke verdreifacht. Was mich daran erinnert, dass du einmal um die Kaserne gehen solltest, damit sich niemand hier anschleicht. Na komm. Okay. Okay. Was war denn? Hey! Deutlich aus. Okay, Munition kann ich nicht nehmen. Da ist ein Tresor. Was da so schön ist. Eine Maske. Da liegt ein Revolver, der mir auch nichts bringt. Oh, oh nee. Verdammt. Ich hab so die Nase voll davon, hier rumzustehen. Verdammt. Oh. Kurz Bericht lesen. So, der macht seine Übung. Da ist noch einer. Den mache ich jetzt mal nicht platt wegen der scheiß Lampe da, aber da ist auch ein Wurfmesser. Ja, zu spät. Feind ist schon längst da. Den ist allen langweilig. Ja. What the fuck? Alter. Die Wunde macht sich wieder bemerkbar. Ich frag besser den Arzt, ob er irgendwelche Tabletten oder so für mich hat. Ich weiß nicht, ob das Scheißding scharf ist. Also das Ding zischt, ich gehe da nicht lang. Am besten will ich, nein. So, hier ist gerade noch einer runtergelaufen. Alles klar, da ist er. Den Arsch. So, hier haben wir... Alles klar. Okay, hier müssen wir nicht lang. Toll, ich muss da wirklich lang. Ich will da nicht lang. No, ich brenne. Achso, das ist offen. Ich kann es dir gar nicht verübeln. Ne? Hä? Was? Und noch einer mehr. So, da war ein Teekocher. Haben wir ein bisschen. Oh, Munition. Munition ist immer nichts. Da haben wir hier nichts. Da haben wir eine Lampe, die raus muss.
Ich finde es ein bisschen schade, dass ich das Feuer nicht ausmachen kann. Kann ich bestimmt irgendwie. Oder auch nicht. Zumindest, ne. Ich kann Radfeuer. Ich muss schon mal ganz kurz die Nase putzen. Einen Moment. Also ja, falls ihr während der Aufnahme mal kurz ein Knacken oder sowas hört, dann mute ich mein Mikrofon zum Husten, Naseputzen oder ähnliches. Wenn es während einer Filmsequenz ist, ansonsten kündige ich es natürlich an. Das ist natürlich jetzt wunderbar, eine Tür geht auf. Hat natürlich keiner gehört. Okay, da ist eine Lampe. Ist viel zu viel Licht. Warum muss ich hier Wache schieben? Hier kommt doch nie jemand. Richtig. Oh, macht das Licht aus? Nein. Oh, Munition. Schnell nachladen. Okay, wir können hier weiter. Wir müssen ja nicht alle umbringen. Okay, da haben wir wieder ein Problem. Tja. Tja. Wie machen wir das am besten? Da stehen drei. Da ist einer, zwei. Natürlich ist da oben der Scheinwerfer, den kann ich von mir nicht abschießen. Wenn ich ihn überhaupt treffen kann. Richtig, ich mach das scheiß Ding wieder aus. Verdammt, ey. Ich kann an den drei da nicht vorbei. Seitdem ich kann da oben irgendwie. Oder? Moment. Was soll's? Ich glaube, ich bin da oben der Scheinwerfer ist da und leuchtet mich voll an. Hier da unten, passt auf eure Köpfe auf! Was soll das denn? Noch mehr radioaktiver Müll? Wir haben diese Scheiße bereits bis unter die Decke gestapelt. Alter, alles klar, also zwei. Löffeln wir bald wie die Stocken. Halt deine Klappe, das ist unser Job. Sei einfach froh, dass du diesen Schrott nicht an der Oberfläche einsammeln musst. Okay, gibt es heute noch mehr Lieferungen? Nein, das war die letzte. Okay, die haut ab, hat natürlich eine Lampe an. Mach nicht so lange. Du weißt doch, was mit jenen passiert, die nicht beim Appell erscheinen. Was? Ja, was? Gott. So. Alles klar, wunderbar, danke. Da macht man sich eine Stunde lang nur Sorge, wie man hier durchkommt am besten. Und dann machen die selber das Licht aus. So, muss ich hier lang? Ich glaube ja. Ja. Nein. Schnell hier rein. Dreh. Sehr schön. What? Einen Moment. Alter Falter. 5 sehe ich. Nominal. Okay. 6. Standard. Normal. Oh mein Gott. Komm ich da hoch? In Ordnung.
Klang irgendwie nicht nach Raum. Einen Moment. Also ich möchte hier nicht unbedingt ballern, weil ich habe keine Ahnung, welche Munition ich habe. Nein. Komme ich da hoch? Okay, ich komme hier hoch. Sehr schön. Dann haben wir noch ein bisschen Wurfmesser. Sind die Dinger heiß? Kann es mir doch nicht nur eingebildet haben. Anscheinend nicht, die dampfen nur ein bisschen. What? 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 Okay. Also ich würde tippen, ich muss. Hier, bin bereit. Okay, kümmern wir uns darum. Wie auch immer jetzt die Lampe darauf. Kompressor, Geschwindigkeit. Ich wollte gerade sagen, anscheinend muss ich den töten und die Lampe ausdrehen, aber der ist weggelaufen und die Lampe ist ausgegangen. Ist da bestimmt irgendwas, oder? Oder auch nicht. Okay, dann glaube ich, eine Akte. Nö, haben wir Munition. Passt genauso gut. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Ist da ein Nagel im Stiefel oder was? Ja, ein Nagel im Stiefel. Da liegt ein Waffenkasten. Wahrscheinlich ein Waffenkasten. Sieht zumindest so aus wie eine Waffe, die ich wahrscheinlich wieder nicht aufnehmen darf. In Ordnung. Kompressor, Geschwindigkeit. Normal. Hier haben wir. Oh, sehr schön. Wurfmesser. Wurfmesser habe ich voll. Alles gut. Okay. Okay, dann komme ich da an den Waffenkasten hoch. Licht hoch. Okay. Synthesegasdruck. Nominal. Nur noch ein. Front ist das hier nicht. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass mich gleich eine Kugel trifft. Nö. Mann. Das ist kein Messer. Keine Kugel. Ich finde das relativ. Lustig, die schreien alle rum ohne Ende und keiner hört's. So, die Frage ist, wo muss ich hin? Okay, ich muss nach da. Genau! Komm runter! Das war mal wieder. Toll. Ich weiß nicht, warum er mit der Pumpgun geschossen hat. Ich wollte eigentlich nur zoomen. Ach so eine Scheiße. Alarm ist aus, ihr könnt wieder abhauen. Wir erleiden Verluste! Hier! Wirkungsfeuer endet! Tritt gleich! Diese Verluste häufen sich! Ich habe keine Ahnung, was er unten jetzt gerade rot beleuchtet hat. Und alles nur, weil die Pumpgun nicht zoomen. Wo? Ich brauche. Was soll das für ein bestimmter Laserpointer? Lasst uns unseren Kameraden rächen! Viel Spaß. Waren das jetzt endlich alle? WTF. Mann, 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 Mann. Das war mal richtig
Fade Deluxe. Hallo, ich möchte gerne den Filter. Wie viel habe ich denn? 12 Minuten. Geht doch bestimmt noch mehr. Okay. Ich weiß jetzt gerade auch nicht genau, warum ich die Maske aufziehen musste, aber irgendwas haben die ja kaputt geschossen. Die Frage ist nur, was? Muss ich hier lang? Nee. Okay, wo muss ich denn lang? Ah, nee. Vielleicht da hoch? Hier haben wir noch eine Akte. Nicht runterfallen. Ich kann hier gar nicht runterfallen. Da liegt ein Filter. Okay, ich vermute mal hier lang. Was? Das war natürlich so klar, der fängt erst wieder an zu drehen, wenn ich da durch bin. Ach ja. Mal gucken, ob ich die Maske wieder abnehmen kann. Was gab? Alles klar. Hast du die Lieferung angenommen und den Lieferschein unterschrieben? Alter Falter. Und wo hast du die Sachen hier? Überall da, wo der Platz war. Hauptsächlich auf die oberste Regale. Geht das auch etwas genauer? Genauer? Überall, wo eine Leiter steht. Da sind die Leiter. Alles schießt ist fast hier. Okay, zu viel. Zu viel Licht da. Ja, ich weiß. Ich kann die Lampe nicht aufpumpen, warum auch immer. Hey! Schön ruhig. Ich konnte hier gerade auch noch irgendwas aufheben, alles klar. Ich wollte gerade sagen, mach doch die scheiß Lampe aus. Nein! Also das wäre jetzt mal mehr als dämlich. Du meinst nichts. Und hinterher tauschen wir nochmal nur von dem Fall, dass wir etwas übersehen haben. Okay, das war jetzt... Ich wollte jetzt nicht schon wieder das Rumgemetzel haben. Also ab und zu wollte ich auch mal sneaky durch. Und wenn ich mir dann mit so einer Aktion da versau. Okay, da ist. Kisten für Einsatzmunition. Okay, was macht der da? Hey! Ja, da ist ein Teddy. Der Teddy hat diesmal nix. Hier ist... Soweit. Ach, da ist ein Tresor. Nix. Habe ich eigentlich wieder mal nicht mehr angeschaut. Genau, eine Ratte schießt das Ding kaputt oder was?
Ziemlich gut. Schnell die Tür aufmachen und weiter. Alter, dieses Spiel, das ist teilweise echt bekloppt. Du machst den Schrank auf, da ist ein Akkordeon drin und das Akkordeon fängt sofort an zu spielen, sobald du drauf drückst. Ja, ganz schön gruselig da. Die Station ist in der Nähe, da ist das MG, das Suchlicht, deine Kameraden sind um dich herum. Aber dann raschelt irgendwas in den Spinnweben und das Geräusch lässt dein Blut gefrieren. Warum fackelt ihr die Spinnweben nicht ab? Das tun wir ständig. Aber nach wenigen Wochen haben die verdammten Biester wieder alles mit dem Zeug bedeckt. Verdammt, die sind schon eine Plage. Vielleicht sollten wir einfach das Tor zuschweißen und hätten das aus dem Kopf. Und was, wenn wir schnell nach Venedig müssen? Wie soll das gehen? Einen Zug durchs Territorium der Hanse nehmen? Vergiss es. Die einzige Möglichkeit ist es, diese verdammte Wache hier zu schieben. Okay, anscheinend, sind hier irgendwo ein paar Spinnen. Wie er es nicht mitkommt, dass hier oben der MG-Schütze kaputt geht. Ah, nee, ja, gut. Alter, Falter, was ist denn das? Etwas. Okay, hier ist Licht. Munition. Aber was ist das da? Sind das Pilze? Spinner, ja. Keine Ahnung. Okay. Natürlich. 1, 2 am Arsch. Stundenschicht passiert immer irgendeine seltsame Scheiße. Vielleicht, aber irgendwer klaut uns Teile und Nahrung. Bitte geht irgendwo hin, nur nicht wartet, nach da. Wartet, bis wir uns umgedreht haben und verkauft die Scheiße dann an die Hanse. Scheiße! Achtung! Feind ist nah! Doch, ich bin nicht nah, ich bin weit weg. Könnt ruhig woanders hingehen. Du entkommst uns nicht! Vielleicht hätte ich ja aufs MG gehen können. Wie wäre es mit dieser Stelle? Suchen wir ihn. Ich bin längst wieder weg. Der geht nirgendwo hin. Den finden wir noch. Also es waren 3, ja. Wenn ich mich jetzt richtig ja. Von der Wache zurückkommen. Hast du da jemals Wachdienst geschoben? Ja, ganz schön gruselig da. Die Station ist in der Nähe, da ist das MG, das Suchlicht, deine was Kameraden ist sind um dich herum, aber dann raschelt es. Wenn ich den hier mal versuche. Das war keine verdammte Spinne. Was sonst? Woher soll ich das wissen? Sah wie ein Mensch aus mit einem großen Beutel. Und als ich dahin geleuchtet habe, war da nichts. Mach dir deshalb keine Sorgen. Nach einer 6-Stunden-Schicht passiert immer irgendwas. Vielleicht, aber irgendwer klaut uns Teile und Nahrung. Vermutlich jemand von uns. So einfach war das, man, Alter. Der ist auch gut. Okay, was haben wir hier? Das wäre doch mal nice. Kommen wir damit wahrscheinlich nicht.
Frage ist, ist jetzt hier noch irgendwo ein Gegner oder kann ich mein Licht wieder anmachen? Und ich habe keinen Bock nochmal auf Spinnen zu treffen. Die scheiß Viecher sind extrem nervig. Kann ich jetzt meine Lampe wieder aufpumpen? Nein, natürlich nicht. Kann ich irgendwie nicht. Nein, kann ich auch nicht. Der hat ja fast noch alle Gliedmaßen. Wer geht denn bitte hier freiwillig rein? Ist voll, okay. Oder kann ich nicht aufheben, eins von beiden? Da aber nichts. Da haben wir. Alter. Oh mein Gott. Oh oh. Oh oh. Bleib unten, sonst macht dein Gehirn Platsch. Platsch. Moment mal, Artyom, bist du das? Ich konnte über meinen alten Bekannten, Andrei, den Waffenschmied, einen Bericht an den Orden schicken. Zumindest wird Miller wissen, dass ich noch lebe, dass ich den Auftrag nicht abgeschlossen habe, aber auch noch nicht davon zurückgetreten bin. So, ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen. Ich mache dann hier mal eben kurz einen Cut. Nehme direkt noch eine weitere Folge aus, solange meine Stimme das noch mitmacht. Und dann sage ich mal bis morgen.